Herzlich willkommen zur vierten Staffel von Ultra Hardcore. Die meisten Leuten wird Ultra Hardcore bereits bekannt sein. Für die Leute, die es noch nicht kennen, hier eine ganz kurze Einleitung. Und zwar, Ultra Hardcore ist eine Mischung aus Strategie und PvP in Minecraft. Und hier spielt halt eine ganze Menge eine Rolle. Und zwar ist am wichtigsten, dass wir keine natürliche Lebensregenerierung haben. Wir haben uns hier, wie ihr seht, eine echt bunte Truppe ausgesucht mit den unterschiedlichsten Mitspielern und... Ich bin beeindruckt. Das Wichtigste bei Ultra Hardcore ist, wie gesagt, dass wir keine Lebensregenerierung haben und dass die einzelnen Teams gegeneinander antreten. Und deswegen stellen wir euch die jetzt ganz kurz nochmal vor. Und wir beginnen natürlich mit dem wichtigsten Team und das ist Team Fucking Swermany. Das bin ich, Tyska und DQM Hose. Hallo, wir sind langweilig. Zweifache Titelverteidiger. Ganz im Gegenteil. Wir werden höchstwahrscheinlich wieder gewinnen, es sei denn, irgendjemand von euch möchte. Sei denn, Team Geilheit fickt euch weg. Ja. Ja. Team Nummer 2. Ja. Stegi. Ich habe kürzlich erst erfahren, dass Stegis Lieblingsbesteck eine Gabel ist. Ja. Geht mir auch so. die beiden waren ja schon das letzte Mal dabei. Erfolgreich dabei. Mehr oder weniger. Sehr erfolgreich, ja. Ja. Ja, Tim, was? Wir sollen uns vorstellen. Achso, ja, wir sind Team Fabulous. Der fabulous Part ist hier. Ich bin der andere. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall anstrengen, damit das genauso läuft wie letztes Mal. Und, nein, ja. Nur beim letzten Mal. Ach was, das war perfekt. Finde ich auch. Ich denke mal, wir werden gewinnen. Auf jeden Fall. Daneben steht auch schon unser nächstes Team, das noch gar nicht aufgefallen ist. Team Unfähig, bestehend aus Dalekart und Early Boy. Und ich gehe mal davon aus, dass der Name auch hier Programm ist. Definitiv. Definitiv. Tarnung ist. Ja, ja. Sei doch mal leise da. Erzähl man doch sieht mal auf was jeden Fall, man sieht auf jeden Fall, ihr habt das Prinzip von Ultra Hardcore schon verstanden. Man darf nicht Leben verlieren. Ja, definitiv sich gegenseitig kaputt hauen, das ist unser Programm. Team 4 hat sich. Ganz kurz vorher noch geformt, nämlich Julia und Horch und Guck LP. Die bilden das Team Not OP oder auch Not OP, wie auch immer. Nein, Not OP ist ja wohl, bitte. Versteck mich, Julia. Ja, wir haben uns wirklich sehr, sehr kurzfristig zusammengefunden. Der gute Joachim konnte ganz, ganz schnell, ganz, ganz kurzfristig für meinen Ersatz einspringen, weil die liebe Hanni zu einer Not OP mit der Katze musste. Und, daher auch der Name. Ja. Und also zumindest von meiner Seite kann ich sagen, ich bin Nubik. Quarky, bist du Nubik? Sissi. Okay, dann gewinnen wir definitiv. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und vor allem, auch wir haben uns unheimlich lieb, stimmt's? Yes, passt. Bestätigt. Auf jeden Fall. Team Nummer 5 hat den wunderbaren Namen Die Geilheit fickt euch alle, bestehend aus... Ich dachte, wir heißen Team Geilheit fickt euch Team weg. Team Geilheit fickt euch alle weg. Genau, so heißt es. Das ist der offizielle Titel. Irgendwas mit Geilheit und Fick. .tm. Genau. Auch hier ist der Name Programm. Wir sollten vielleicht noch kurz erwähnen, wer da mit dabei ist. Und zwar Weißwurst und Knackwurst, wie wir ja vorhin gelernt haben. Ja, stimmt. Neben mir steht auch Pies, bekannt als Piet und Weißwurst. Chris. Und neben mir steht Chris, die geile Knackwurst. Der hat sich zumindest das als so eine bezeichnet. Woher bist du das beide? Würde ich gerne wissen. Woher bist du das beide? Ich habe ein Interview gefragt. Okay, ein Interview. Team Hardy und sein geiles Bückstück, gebildet von Hardy und seinem geilen Bückstück. Oh ja, Hardy ist weg. Voll gut. Nein, ja. Mehr. Ach da. Okay. Hallo. Hi. Ja, was soll man sagen? Der Name ist auch ja, Programm. Ja, das Beste kommt zum Schluss. Das Beste kommt zum Schluss. Und das heißt ja nicht Hardy und sein Bückstück, sondern Jay und sein Bückstück, oder? Man sieht das ja auch schon an dem Bild. Ja, ich freu mich allein auf den Twist. Das ist voll gut geworden da hinten. Das wird kein Twist, wir werden einfach unsere Trollness verbünden, ja, und euch alle explodieren lassen. Ja, wir werden alle sterben. Die sich nicht unterordnen können, Jay. Ja, ich kann mich aber unterordnen zum Wohle des Teams. Achso. Das krieg ich hin. Hallo, jetzt komm her! Okay, jetzt geht mal hier weg, ja, wir haben Plätze falsch gehabt, das heißt, ihr bleibt doch da drüben. So, nee, ihr bleibt jetzt, nein. Mein Wunder da jetzt, so, zack. Tyska, noch irgendwelche abschließenden Worte? Ja, zum Abschluss würde ich gerne noch betonen, dass die Welt, die wir jetzt gleich spielen werden, für uns zur Verfügung gestellt wurde und dass das ganze Konzept von Ultra Hardcore auf der Idee von dem Minecraft-Server basiert, den es auch auf YouTube zu finden gibt und damit... verabschieden wir uns für das Intro und wir stehen jetzt gleich
Steh hier die schon erste Episode von Ultra Hardcore 4. Ja. Ciao. Hey. Ciao. 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 Ah. Oh, hier ist okay, es geht los. Holz. Die gute Birke. Okay, let's do this. Das ist das erste Mal, dass Christian und ich hier am Start sind bei dieser Ultra Hardcore Battle Season. Generell, dass wir irgendwie so einen Battle Hardcore Kram irgendwie Wieso mache ich das eigentlich gerade? Im Team gegen andere machen. Ja. Okay, ich mache eine Crafting Table. Ja, ich hole noch ein bisschen Holz. Stehen sie in der Mitte? Fertig ist, komme ich. Ja, okay. So. Soll ich die Sachen mitmachen? Nee. Okay. Ja, wobei, stimmt nicht. Eine Spitzhacke. Nicht Spitzhacke, sorry, sondern für Bäume. Die Axt, die bräuchte ich. Okay. Die anderen haben. Ja. Okay. So, ich habe jetzt Spitzhacke, Axt und Schwert. Jawohl. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen Holz mit, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Ab die Post. Nicht, dass wir nochmal wegen irgendeinem Bullshit raus müssen. Genau. Beziehungsweise nochmal Holz farmen müssen. Oh, ja, da haben Kühe. Sie schon Kühe gefunden. Ja, die Achievements, die sind natürlich, das zeigen natürlich, kapiert, was abgeht. Was ist denn Benchmarking? Ich habe nicht die geringste Ahnung. So, ich habe jetzt 10 vernünftige Holzdinge, das müsste eigentlich reichen. Getting wood. Was hat die jetzt erst? Okay, let's go. Ich würde sagen, wir gehen ins Landesinnere und suchen Tiere. Wo sind wir denn überhaupt? Wir sind bei 130 minus 44. Okay, ich sehe Hühnchen. Das ist gut. Mach's okay, weg. Ich sehe nur eins. Fuck. Das ist egal, das teilen wir uns. Das wird lange nicht reichen. Oh shit. Ist egal. Ja, wir sollten auf jeden Fall zusammenbleiben. Oh, time to strike. Der hat schon den ersten Mob erledigt. Ey, Moment, den Berg hier kenne ich, oder? Weiß ich nicht. Pass auf, beim nicht runterfallen, ne? Ja, ist schon klar. So. Da links war noch eine Kuh. Jawohl. Mach hier das Hühnchen. So. Wir haben immer noch zu wenig. Ein Schwein. Sehr gut. Ein Schwein. Wieso geben Schafe eigentlich kein Fleisch? Ich habe 3 Porkchop und ein Hühnchen. Ich würde sagen, wir gehen noch weiter. Und bauen uns dann in den Berg rein. Ob es Fallen gibt? Glaube nicht, war nicht angekündigt. Ja, hier sind nur Schafe. Öde. Hier rechts ist ein Huhn. Wenn wir jetzt Spinnen wären natürlich. Ich hätte kein Spinnenseide, aber keine Spinnen. Ja, Bogen wäre awesome. Bogen ist immer awesome. Oh, kann man eigentlich aus der Welt rausfallen? Das weiß ich nicht. Rechts ist nämlich Ende. Ja, ist doch Wasser hier. Ne, ist nicht Wasser. Leck mich am Arsch. Ja, schön aufpassen. Wo bist du? Bist du den Wasserstrom weiter hoch? Na, ich habe hier gerade direkt am Rand ein Hühnchen gekillt. Da hatte ich aber dicke Cojones, ey. Na, da bist du. Boah, und Spaß, die Namen sieht man echt schlecht. Dafür, dass du so nah dran bist. Hier sind noch mehr Hühnchen. Und ich habe da oben am Wasser, hier habe ich irgendwo Kohle gesehen. Da ist noch ein Huhn. So, das ist jetzt eine ganze Menge an Fleisch, ich würde sagen. Ja, wir gucken. Hier ist Kohle. Ja, perfekt. Weil die kann ich nicht abbauen. Oh ne. Nur kurz geleckt. Bau du schon mal irgendwie Steine ab, damit wir gleich Steinschwert und so einen Quark machen können. Ich würde sagen, wir bauen uns hier in den Berg rein. Sollen wir das wieder zumachen? Ja, wobei, da müssten wir Steine brennen, damit man das nicht sieht. Das ist total aufwendig. Das ist in der Tat aufwendig, aber so aufwendig jetzt auch wieder nicht. Passen, dass wir uns nicht gegenseitig einreinhauen. Ja, das definitiv. Ich mach die linke Seite hier. Okay, ich mach Mitte. Wir können das mit Erde zubauen. Ich nehme mal kurz ein paar Erdblöcke mit. Ja, eben. Ist ja nicht ganz so auffällig. Kohle, Kohle, Kohle. Hoffentlich gleich Eisen. Und dann Diamanten.
Wegen technischer Schwierigkeiten am Anfang ist die erste Folge ein bisschen kürzer. Normalerweise dauern die Folgen 20 Minuten, aber das wird jetzt mit der ersten Folge nichts. Nur damit ihr schon mal vorgewarnt seid, ihr lieben Zuschauer. So. So, wie willst du denn? Straight rein? Ich würde sagen, straight runter. Hast du noch einen Tisch? Ja. Jetzt mache ich eben einen. Okay. Nee, ich habe noch einen. Für Stein. Also damit wir eine Steinspitzhacke und so weiter machen. Das geht schneller. Cobblestone. So. Ein Cobblestone-Schwert. Bums. Oh. Ja, Fackelwerger natürlich. Ich mach Fackeln. Genau. Mach du mal Fackeln, ja. Ich buddel. Soll ich auch einen Ofen machen? Ja, wäre glaube ich gut. Hot Topic. Ohne Spaß, was haben die denn alles schon für... Kannst du mir noch Kohle geben, kurz? Ja. Gib dir mal alle, die ich habe. Zack. Kotzt er mich voll? Oh. Dankeschön. So. Ich hoffe, weiß ich nicht, sollen wir jetzt hoffen, dass hier nur Höhle ist oder nicht? Ich bin, also das Problem ist, bei Höhlen hast du schneller Shit, definitiv. Allerdings ist die Gefahr auch höher. Alter, du musst nicht drei Blöcke hochmachen, es reicht zwei Blöcke. Es ist jetzt zwar nicht hübsch, aber ich glaube bei der Ultra Hardcore... Nee, ich dachte nur, falls wir da mal irgendwie raus müssen oder so. Ja. Oh, okay. Das ist einfach nur meine Standardbauweise, da habe ich einfach nicht dran gedacht. Wo bleibt der Fackelträger? Ja, genau, habe ich dir zugeworfen. Geil. Auf welcher Höhe sind wir hier eigentlich? Oh, 76. Alter, wir sind voll hoch. Ja, ne? Ja, shit, ey. Ist wahrscheinlich nicht so clever. Wir hätten uns tiefer einbuddeln sollen. Ah. Das ist ein Problem. Weil bis jetzt irgendwie, ich glaube, rohstofftechnisch was kommt, das könnte ein bisschen dauern, oder? Ich weiß es nicht. Oh, der erste ist schon raus, hat keine Lust mehr. Das wäre auch nicht verkehrt. Ich muss ja sagen, bei unserer letzten Season, das immer noch im Gedächtnis bleibende Ereignis war, als da stand Zerfirbel. Was slain by Zombie. Wobei, ich glaube, es war ein Enderman. Kann das sein? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall habe ich nicht... Nee, ich glaube, es war ein Zombie, weil er hatte doch diesen Zombie-Spawner. Der war doch in dieser Trap drin, oder? Ist das nicht da, wo der angerufen wurde und dann von einem Enderman gekillt wurde? Ach so, ja, das war doch... LOL! LOL! Nice. Team incompetent. Scores first. Oh shit, Jay, das wird ihn jetzt aber stören. Ohne Spaß, wieso stirbt eigentlich von uns bei solchen Sachen immer einer zuerst? Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist echt die Überheblichkeit. Verliert jeder von euch Hunger? Ich habe ehrlich gesagt noch keinen Hunger verloren. Eben, ehrlich gesagt nicht. Das müssen wir jetzt eigentlich melden, ne? Also nicht. Ah, lol, ich dachte schon, Alter, ich hab gerade hier gebratenes Hühnchen gefunden. Bist du mit Spitzhacke unterwegs? Was machst du? Ich übernehme. Ich habe gerade nur getippt. Okay. Ja, soll ich nach oben? Hast du schon zugebaut? Ich habe zugebaut. Okay, dann bin ich jetzt der Fackelträger. Das ist echt... Haben wir da oben noch irgendwas, was wir brauchen, was wir mit runternehmen sollten? Wir haben da oben halt alles, was wir besitzen. Also diesen... den Ofen beispielsweise.
Und die Werkbank, die sollten wir, ich weiß nicht, ob wir die mitnehmen sollten, sollten wir vielleicht mitnehmen. Echt, die Werkbank, ja, also ich habe noch 43 Holz. Bitte mal, warte mal, was hat er geschrieben? Bitte mal im Auge behalten, das mit dem Hungern. Weil wir sind bisher, bin ich aber auch noch nicht viel gerannt. Naja, eben. Okay, wir... Ach, scheiße, es war nur ein Iron Ore. Fuck. Och, im Ernst. Schade. So, ich mach auch hier oben die Fackel wieder weg. Ja, das ist gut. Wobei, nee, das ist nicht gut. Dann spawnen da Viecher. Die naja, stimmt. Shit. Sau viel Kohle hier. Ja, wobei Kohle ist auch eigentlich ganz gut. Ich meine, brennen müssen wir immer. Ja, definitiv. Wie viel haben wir jetzt? Wir sind jetzt auf Höhe 54. Ja gut, ich denke mal nochmal 20 runter. Allerdings habe ich nur noch 9 Fackeln. Ich habe auch noch ein paar. Deswegen ist es ganz gut, dass du Kohle gefunden hast. Ja. Oh, ich höre Lava. Ich auch. Bisschen aufpassen. Lava ist aber interessant. Mit Lava kann man bestimmt irgendwas Tolles anfangen. Du meinst einen Eimer machen, den dann auskippen, wenn man gegen ihn kämpft? Ja, keine Ahnung, irgendwie sowas. Dich nehme ich noch mit, du Hure. So nach dem Motto. Gehst du unter wie der Terminator? Oh, unter uns? Ja, Höhle. Ach, Höhle. Ich dachte, Lava. Also wir können die Höhle ja langsam erforschen. Dann gehen wir halt wie so eine Pussy halt wieder hier rein. Ich mach hier mal das eine Feld, was offen ist, wieder zu, nicht, dass einer reinfällt. Ja, das ist eine gute Idee. Ich habe bisher auch noch keine Gegner. Lol. Was? Wir sind am Ende der Welt. Hier ist Eisen. Du bist dran vorbei. Ja, ich weiß, ich wollte nur kurz um eine Ecke gucken, ob da ein Gegner ist. Ich glaube, wir sollten uns als erstes Schwerter machen, oder? Definitiv. Ja, wobei, wie machen wir das denn? Also es wäre extrem ärgerlich, wenn wir zum Beispiel Schwerter haben und dann Diamant finden, aber keine Spitzhacke. Ja, so. Ja, fuck, du hast recht, eine Spitzhacke bräuchten wir auf jeden Fall auch. Ich habe... Aber am Ende der Welt ist eigentlich Erz, ganz die können, die können wir schon mal... hast du das mit runtergenommen? Ja. Wir können hier brennen, weil ich meine, von hier oben kann eigentlich keiner kommen, denn da ist ja Ende. Und das Coole ist, wir haben hier Licht. So. Das stimmt! Wir haben Licht, du hast absolut recht. Also es wird zwar jetzt Nacht, aber ich meine... Okay, hier ist noch mehr Kohle. Ich neige schon fast dazu, die Kohle erstmal außer Acht zu lassen, um wichtigeren Rohstoffe zu suchen. Ich habe jetzt einen zweiten Furnace gebaut, damit wir dort Eisen schneller brennen. Ich höre einen Zombie. Ich sehe ein Skelett. Dann komm zurück. Ich mach dir schnell ein Eisenschwert. Sollten wir dann vielleicht doch schon Richtung Rüstung gucken? Na, gute Frage. Also, selbst mit Rüstung, wenn du gegen ein Skelett kämpfst, du wirst Gesundheit verlieren. Da kommt nichts dran vorbei. Ja, das stimmt, aber halt nicht so viel. Ich mach mal eben eine Spitzhacke, eine Eisenspitzhacke. So, die hätten wir jetzt auch. Und dann können wir jetzt eigentlich mit Rüstung anfangen. Wir haben noch 4 Eisenteile. Dann kriegen wir Schuhe. Kannst ein Pärchen Schuhe haben. Immerhin. So, der hier ist fertig. Dann können wir da auch schon wieder essen. Zieh du die Schuhe doch an. Ach ja. Tudum. Iron Boots. So, Essen ist auf dem Weg. Angst. Ich denke jedes Mal, wenn da unten dieses Ding kommt, ist irgendwer verreckt.
würde. Oh Gott! Oh Gott, was ist los? Guck mal, mein Herz. Oh lol, du hast noch 11. Okay, du solltest die Schuhe kriegen. Was war das denn für Vieh? Ein Creeper? Ein Zombie war's. Lol, den ich überhaupt nicht gesehen habe. Alter, wie viele Zombies sind denn hier bitte? Lass uns kommen lieber zurück. Ich habe mir eine safe Möglichkeit gebaut, die zu hauen. Ah, oh, das ist gut. Ah ja, stimmt. Alter, du kannst dir nicht vorstellen, wie ich mich gerade erschrocken habe, ohne Spaß. Ja doch, das war schon ziemlich kräftig. Aber wenn Kohle im Furnace verbleibt, dann verbrennt die einfach, ne? Oder hört die irgendwann auf? Die hört auf. Wenn es nichts mehr zu verbrennen gibt, dann hört die auf. Okay, dann lasse ich unsere Kohle mal bis auf 7, die ich mir für Fackeln mitnehme, lasse ich die mal in den 2 Furnaces. Ich weiß jetzt nicht so ganz, wo du hingelaufen bist. Ich bin in die andere Richtung gelaufen. Okay. Sollten wir nicht zusammenlaufen vielleicht? Ich bleib hinter dir. Nee, ich komm, hier ist Ende. Hier ist Ende. Ach so, okay. Ich höre Zombies. Habe ich jetzt schon Hunger verloren? Keine Ahnung. 20 Minuten sind vergangen. Damit ist die erste Folge vorbei. Oh Gott, ja. Ey. Sieht schon nicht so gut aus für uns, aber immer noch besser als mit den anderen. Alter, guck mal, wir gucken mal kurz aufs Health. Stack Minecraft. 2. Early Boy hat noch 2. Ja, genau. Sieht nicht so stark aus. Also in der ersten Folge ist schon viel passiert. Wenn ihr Bock habt, die anderen Perspektiven zu gucken, schaut einfach in die Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Haut rein.